Moin Moin meine Lieben und willkommen zurück zu A Plague's Tale. Und wir befinden uns immer noch in Kapitel 5 und versuchen jetzt mal hier weiterzukommen. Ich habe zwar noch ein bisschen Feuer da, aber ich würde es auch ganz gerne mal ein bisschen nicht mehr alles so einfach verballern. Aber naja, oh, ist mal so. So, da haben wir wieder einen Wagen, den wir schieben können. Da müssen wir aber, ach so, können wir gar nicht so leicht schieben. Sie an der Kette dran. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Ja, die Kette müssen wir wohl abmachen. Aber wie? Die Kette abschießen hier? Nee, dann müsste sie ja blinken, wenn man sie abschießen könnte. Schwierig, schwierig. So, trotzdem mal. Ah, doch, kann man abschießen, sieht man gerade. Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Ein Soldat! Okay. Weg ist der Soldat. Die nagen sie einfach mal kurz weg. Sind das etwa? Ja. Tote. Welchen Turm? Ach so, okay. Aber sie brennen. Sie nicht hinkriegen. Okay, wir müssen trotzdem irgendwie da hinkommen. Die Frage, wie wir da hinkommen. Da liegt. Ach, da sind so Dinger. Okay, warte. Wir müssen jetzt irgendwie gelenkt. Aber ist die Frage, wo wir lenken müssen. Naja, erstmal da hinten zum Feuer, würde ich sagen. Das macht ja am meisten Sinn. Aber wie gut die sich auch immer so zusammenbleiben alle. Ne? Das ist ziemlich cool gemacht. Ah. Ich helfe dir hoch. So, komm. Ich kann nicht. Warum nicht? Mein Kopf! Die Makula! Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo! Denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Sauber. Okay. Und du musst ja auch hier rausgehen, hast du recht. Gute Daten. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Kann ich nicht hier so ein Zeug erstellen? Man hätte noch ablenken können, fällt mir gerade auf. Naja, egal. Hätten wir auch einfach ablenken können, nicht doof. Backe. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na endlich.
Ja, das wäre schon nicht schlecht. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Das ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen! Versprochen! Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Also, sollen wir sie nicht umbringen? Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Okay. Sehr gut. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen. Oh nein. Hugo. Du paddeliges Kind. Lauf! Amicia! Lass mich los! Na komm, den hauen wir den Dinger. Oh. Oder auch nicht. Ich dachte, die können wir irgendwie umhauen. Können wir wohl nicht. Beschädigte Güter. Hey, Kleine, aufwachen. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul. Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Wie freundlich die doch alle sind. Köter. Ja, viel besser sieht sie auch nicht aus. Hä? Ah, okay. Ach, sind die beiden, die gerade eben den Typen überfallen haben, ne? Wie kleine Ninjas. Okay. Was ist jetzt zu tun? Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke. Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Wir großen allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Jetzt gleich mit dem, was wir finden. Das können wir alles für nachher gebrauchen. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Stecken die wir Valois müssen den Weg freiräumen. Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. So, ich muss für eine Ablenkung sorgen, okay. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Das war's mit den Speeren. Schöne Schwester. Die beiden haben es nicht gehört. Ist auch geil, ne? Wahrscheinlich fast genau daneben. Pass auf die Flaschen auf. Oh ja. Und die Flasche nehme ich mit. Was ist denn das? Wahrscheinlich nichts. Hier lang, Eindringlinge!
Spaß. Ich glaube, ich habe den Fuß berührt von einem. Hast du gestern unten ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Los! Und als Märtyrer sterben. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Da, sag's der Topf. Guyen ja. Gehört endlich wieder zu England. Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Man, die schuften da die Leute auch, ne? Alles in Ordnung hier. Ja, was für ein Verstand, bringt so eine hohe Belohnung. Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Ich sehe hier nichts mehr. Sie ist sicher wach. Was, womit ich Lärm machen kann. Nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Ich glaube, in der Truhe könnten meine Sachen sein vielleicht. Die für uns ist auch nicht schlecht. Wir werden langsam eine ganze Truppe hier, ne? Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Okay. Leise. Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Vor allem leise. Nee, ich bin jetzt einfach mal laut. Weil ich denke mir einfach mal laut sein ist viel cooler als leise sein. Sehen. Ja. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Okay. Ist aber auch ein Sneak and Stealth Mission hier. Eigentlich die ganze Zeit. Ich finde sie so schnell. Ich kann gar nicht so schnell laufen wie sie. Hier liegt eine Axt. Warum nimmt die Axt nicht? Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder Jung? Diese Dreckskerl, Amise Dreckskerl. Beruhige dich. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Die Kleine! Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Okay. Annika wurde ihre Ausrüstung genommen, sodass sie wieder ihre Schleuder noch Inventar verwenden kann. Ach so, shit. Wir können auch mit ihm reden, die Zelte. Oder? Durchsucht die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Ah, da, okay. Los, komm, du musst sie knacken. Hab ich meine Sachen rausbekommen. Gutes Kind. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss.
Da ist eine Werkzeugbank, die können wir benutzen. Wir befreien dich. Ich will hinten noch ein paar Sachen holen, bevor wir den... Beruhige dich, uns geht's gut. Das war gruselig. Ich will mich nicht mehr fürchten. Schrei doch nicht so, du Bengel. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Ja, bewegt euch doch mal und bitte. Maddie, ich will. Kommt auch mit. Ich würde nämlich. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Mellie? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Wir können uns gerne nochmal in die. Ja, zur Werkstatt am gehen da. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Können wir irgendwas bauen hier? Nee, können wir noch nicht, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Hier links? Nein. Oder doch? Okay. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir gehen jetzt einfach hier links. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf. Und achtet auf die Zelte. Aha, die Zelte. Shit. Ah, das war dumm. Das war dumm von mir. Okay, wir müssen das Lager verlassen. Das heißt, wir müssen uns aber zwischen diesen Zelten ein bisschen durchmogeln. Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen haben? Und die Zelte rein können sich nicht. Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Steigt euch nächstes Mal mehr an, ja? Ach Mann, ich hatte... Okay, den einen hatten wir erledigt, den anderen nicht. Wir müssen hinten rum gelaufen, fällt mir auf. Hinten rum! Komm. Ich laufe jetzt hinten rum. So. Teilt euch auf und achtet auf die Zelte. Gucken. Dann werden wir rauskommen ohne. Ich könnte jetzt hier auch töten hier einfach. Aber das macht nicht so viel Sinn gerade, ne? Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Was war das? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Naja, eigentlich bin ich mir nicht sicher, aber. Dann los. Guck mal. Kann sie das Dein nicht Einsatz, aufmachen, Mellie. Also schön. Hier links. Da ist auch einer. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Ich wollte die gar nicht alle töten, aber. Lässt sich ja nicht vermeiden, irgendwie. Oh, das ist auch ein fetter Magen.
Okay, jetzt die Frage, wo es rausgeht hier. Ist wahrscheinlich da vorne irgendwo. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ehrlich nicht. Jetzt mal, wie wir hier rauskommen. Oh. Hat er uns schon gesehen? Anscheinend. Ich zahle Lösegeld für die Dirun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! No! Amicia, dräng sie zurück! Oh, das die Inquisition! Ihr was zum Teufel habt ihr bleiben. Getan? Bleib Daniel, stehen. Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Ja. Lass uns komm. Vorwärts! Hier geht's raus! Schnell! Ich weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Schnell, schnell! Schnell hoch, da hoch! Oh, er kommt ganz cool langsam, wie er kommt wie Michael Myers hinter mir her. Ganz cool im, Sie kommen hoch. Uns läuft die Zeit davon. Hier, schnell. Verschlossen. Scheiße. Alles klar. Weiter. Okay. Komm. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Okay. Das war wahrscheinlich der Leichenab. Oh. Amicia. Oh. Das war Arthur. Beeilen wir uns. Los, los. Hoffe ich, kann der Arthur auch entkommen. Das wäre so eine Sünde für ihn, oder? Kapitel 7. Der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht das in Sicherheit. Der Weg. In der Mandalorian. Komm, wir laufen auch. Obwohl, wir laufen Sag nicht. Mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Okay, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.